Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Conan Exiles in der Season 3. Und wie ihr seht, sind wir schon bei Sepamiru angekommen. Das habe ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen gesagt, dass wir uns Richtung Weinkeller vorbereiten wollen. Und da war eine Aufnahmesession ja schon mit einer sehr, sehr langen Reise Richtung Kla'ils Festung hatten, wollte ich jetzt ungern jetzt im Prinzip für das nächste Dungeon, also den Weinkeller, jetzt nochmal zwei Folgen haben, wo wir jetzt nur auf dem Weg erstmal wieder Richtung Sepamiru sind. Ne? Darum habe ich das zwischen den Folgen jetzt mal gemacht. Dass wir uns hier erstmal nochmal in Sepamiru selbst nochmal ein klein bisschen umgucken können. Zum Beispiel hier nochmal ein bisschen Eisen mitnehmen können. Und dann gehen wir in die Innenstadt rein und gehen dann ins Dungeon. Starten wir jetzt als erstes gleich mal ein bisschen Eisen hier. Bin halt tierisch gespannt, wann das erste Mal irgendein Gast bei uns im Wirtshaus nachher ist. Hm? Von daher wirklich mal testen können, wie das mit dem Anwerben funktioniert. Da bin ich dann echt richtig gespannt. Na gut, komm. Hier einmal Kohle ist, nehmen wir das gleich nochmal mit. Und da hinten kommt nochmal Eisen. Hier wäre nochmal ein Schlangenei theoretisch, ne? Nehmen wir mal mit. Ich würde halt ganz gerne mal versuchen, wirklich eine große Schlange irgendwie zu tischen, ne? Eine Alpha-Kobra hatte ich schon mal, aber das war halt leider nur eine Kobra, ne? Also sprich eine kleine Schlange. So, und haben wir nebenbei sogar gleich eine Herausforderung abgeschossen, ne? Hm. Bin ich sehr überrascht, muss ich gestehen, dass momentan von den Quests jetzt nicht so viel Neues dazugekommen ist, dass ich da nochmal hätte einen Guide zu machen müssen. Die meisten neuen Aufgaben, die dazugekommen sind, sind selbsterklärend. Also sprich beispielsweise einen Purge-Boss töten. Ne? Da brauche ich, glaube ich, nicht extra einen Guide für machen. Das ist ja, denke ich, offensichtlich, was man da machen soll. Oh, kann man leider niemanden hier brauchen. Meine Hirenessa würde den sowieso zu Kleinholz verarbeiten, sobald wir anfangen würden, den hier anzugreifen. Davon mal abgesehen. Ja, guck mal. Ich mag die Musik hier irgendwie. Ich mag die Musik. Die ist ein bisschen exotisch so, ne? Ein bisschen was Abenteuerliches irgendwie. Ach, da ist auch nochmal Eisen. Hm. Wo ich gerade dran denke, wir haben den Schlüssel der Hexenkönigin noch, hm? Haben wir den gar nicht mehr im Inventar? Den haben wir, glaube ich, doch eigentlich schon, ne? Jetzt sind wir drin. So, dann können wir mit Rasmar nämlich nochmal sprechen hier, ne? I wanted to thank you. The woman that you met in those ruins, that was not me. She was ancient and wicked and powerful. Okay, sie stackt ein bisschen im Boden drin, das ignorieren wir mal dezent, ne? You almost killed me in that city. I cannot begrudge you that. Such a terrible, awesome creation. While I wore the mask, I was somebody else. I was something else. Such power and knowledge.
I stood on an island in a vast ocean. Lemuria, ne? I could see across the water in every direction. And that ocean was time. I am sorry. It is difficult to describe. All I have are fragments. Her memories evaporate from my mind like mists above the oasis. If you have questions, you must ask them quickly. My mind is leaking, purging itself of all traces of that woman. Sie scheint sehr vergesslich zu sein. So much about these bracelets we wear, about the giant kings and the ancient war, about the darkness that lurks in the volcano and... Just ask, friend, before I lose the nerve to speak. Okay, sag mal, was du uns zu sagen hast, Kleine. The bracelets. She made them, together with the giant kings. The bracelets were imbued with the power of 7 artifacts. The Witch Queen's mask, the diadem of the giant kings, the tears of 2 races, the shining trapezohedron, the star of the champion, the heart of the sands, and the black ring of Set. The bracelets were created to translate any language for the wearer, to allow swift movement around the Empire, and to allow communication and recording through the lore stones. It was only later, when the war began, that the Queen suspected that the Giant Kings had included a death weave in the sorcery. Im Prinzip das, was uns der Kartograf schon gesagt hatte, ne, in der namenlosen Stadt. Were simply killed by the curse wall. Genau das, was uns der Kartograf in der namenlosen Stadt schon gesagt hatte. Her people, the Lemurians, were the remnant of a desperate race. Her memories before the exiled lands are vague and confused. Flashes of an island kingdom sinking as the world heaves. A people being subjugated with fire and sorcery. An escape and a long, treacherous journey into the West. I'm sorry. It's fading so quickly. I remember a daughter, Teleth, and a great betrayal. And a grandchild. She was a mother and a grandmother. She knew what it was to be a slave and didn't want that for any of her people. She would stop at nothing to prevent it from happening again. Can you blame her? Würde mich mal interessieren, ob die Hexenkönigin dann theoretisch die Mutter von Telit war und Telit wiederum dann die Schwester der Geißel ist, ne? Der Sohn zweier Völker. Das würde mich interessieren, ob ich das richtig verstanden habe. Her mind shies away from 2 things. Her grandchild and what her people found in the volcano. Her grandchild was not truly human. Zaltar? He was a hostage or something else. I'm sorry. For her, these memories were laden with emotion. I see a beloved daughter and a hated foe and a child that brings hope. It is so very unclear. As for what her people discovered at the volcano, horror, anger and disgust, and fear. This is the only memory where the Witch Queen of Lemuria felt fear. Also Zartar und Telit quasi, ne? 2 Geschwister. I truly don't know what I will do now that I have my freedom. Conan has offered to accompany me north, back to my home city in Shem. My palace awaits me, and the pampered life of a princess of Shem. But my enemies, the ones who sent me here, they also await me there. Perhaps instead, I will travel with Conan a while, see the world by his side. He is formidable, yes, for a barbarian. Er schart einen ganz schönen Harem um sich drumherum, ne? Schon die zweite Dame, die er mit sich rumschleppt. Achso, das ist das Gleiche. Okay. Das ist das Gleiche, was wir schon gehört hatten. Such a terrible, awesome creation.
While I wore the mask, I was somebody else. I was. So, die Frage ist, wo hat sich hier Renessa rum? Ah, hier ist er. Ich wollte gerade sagen, wo hat sie sich denn rumgedrückt hier? Alle großartig umgucken, brauchen wir uns ja eigentlich eh nicht. Wir können sowieso niemanden mitnehmen. Hier Renessa, den dann gleich zu kleinen Hölz verarbeiten würde. Tänzer, Bogenschützer. Müssen wir sowieso erstmal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen, ne? Wir müssen hier, glaube ich, hin. Ist schon weiter Weg. Müssen wir uns, glaube ich, das Banditenviertel nochmal durchschlagen. Hier können wir uns zur Not nochmal was mitnehmen. Oh, da oben ist sogar noch eine Truhe. So, einmal Schlangentanz bitte. Haben wir, glaube ich, schon, ne? Aber hier hätten wir jetzt den Schlangentanz lernen können. Aber da wir den schon haben. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Nutzloser Krempel, ne? Ein paar Steine. Das können wir nicht gebrauchen. Gucken wir doch mal. Ob die Banditen sich mit uns anlegen wollen hier, ne? Ah ja, wollen sie. Boah, glaube ich das? Diese Explosionskugeln machen ganz schön Schaden, muss man sagen. Die machen erschreckend viel Schaden. Oh. Ich fürchte, wir sollten nicht so direkt ins Feuer laufen. Oh, dafür klauen wir ihre Schätze. Hatten ganz schön Schaden gemacht. So, nochmal checken, wo wir hin müssen. Ja, Weg passt in etwa, ne? Einmal das Schurkenviertel durch. Muss man staunen, dass die das überleben, ne? Die scheinen ganz schön Lebenspunkte zu haben. Ah, und es eskaliert. Natürlich eskaliert es. Natürlich eskaliert es. Es war so eigentlich nicht geplant, aber na gut. Die Verbände nehmen wir ruhig mal mit. Oh, das können wir, glaube ich, so lassen. Na, schau mal, die kriegt sie kaputt. Ja. Die kriegt sie kaputt. Herumtreiber. Ey, glaubst du das? Ich weiß nämlich mit irgendwelchem Spam-Kram voll hier. Oh, komm schon. Was haben wir denn hier Schönes? Ausgestopfter Skorpion. I. Schuhe. Ist nichts Atemberaubendes dabei. Ne? Ich dachte, da war jetzt vielleicht irgendwas dabei, was wir brauchen können. Oh, nicht wirklich. Oh, ich glaube, wir müssen genau in die Richtung. Ne? Sieht mir richtig aus. Dem Weg hier folgen, theoretisch. Sollten wir eigentlich zum...
Ah ja, da ist das wirklich schön. Lass mal hier Relessa gleich noch ein bisschen leveln. Keine gute Idee, mein Freund. Ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Die Reparaturteile brauchen wir mittlerweile auch schon nicht mehr einsammeln. Da haben wir so immens viele schon mittlerweile von. Das können wir uns sparen. Moin. Könnt ihr schon, kennt ihr schon meine Leibwächterin? Wunder, dass hier gar kein Boss rumstand. Normalerweise steht ja eigentlich immer so ein ne? Etwas stärkerer Bandit noch rum. Aber wahrscheinlich schon vergrault. Er dachte es ganz frühzeitig schon, faktisch shit am out. Was haben wir denn hier in der Truhe drin? Da kommen wir da irgendwie ran? Kommen wir irgendwie nicht ran, ne? Auf der anderen Seite vielleicht? Ah ja. So. Wichtigste haben wir mitgenommen, denke ich. Mal weiter. Die arme Sau, die das wegräumen muss. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal, ne? Gucken wir doch mal in den Weinkeller. Wollen wir mal. Wir müssen mal darauf achten, dass unser Schild bald hinüber ist, ne? Vanessa? Ah, da ist er. Ich kann schon sagen. So. Falls ihr nicht wissen solltet, wo ihr eine legendäre Betäubungskeule herbekommen könnt, bekommt ihr hier. Hm? Relativ niedriger Prozentsatz der Drop-Wahrscheinlichkeit. Aber ist wahrscheinlich im ganzen Spiel mitunter die einfachste Möglichkeit, eine legendäre Betäubungskeule zu kriegen. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, ich habe einen Guide dazu bei mir auf dem Channel gemacht. Ne? Der Zeeds Betäubungskeule. Dann einfach mal ganz kurz den Guide angucken. Ganz kurz und knapp zusammengefasst. Da genau, was ihr dafür tun müsst. Apropos, ihr wisst, was ihr dafür tun müsst. Wir reparieren das Schild mal. Wobei, können wir gar nicht, sehe ich gerade, ne? Wir haben das Rezept noch gar nicht dafür. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ah, komm. So, hier, Renessa, dann leg mal los. So. Ein paar Lebensmittel. Bisschen Alkohol. So, was sagt denn Ihre Erfahrungspunkteanzeige? Ja, bald wieder Level up, ne? Sieht gut aus. So, dann machst du mal kaputt. Die werden niemanden mehr ärgern. Mach ich mal alles mit. Wir haben ja Gott sei Dank einen Barkeeper, der uns das alles abkauft hier, ne? Warum muss also nicht so viel Gedanken drüber machen? Und ein paar Lebensmittel. Dann auf in den Keller.
Bin mal gespannt, mit wie viel Level-Ups wir hier rausgehen mit Hirenessa, ne? Da sind ja etliche Bosse drinne. Genügend NPCs zum Zerhackstückeln gibt's hier auch. Dürfte also keiner der Problem sein. Die macht das schon. Ich hab vollstes Vertrauen in sie. Also entweder die NPCs hier haben mehr Leben oder Hirenessa macht weniger Schaden irgendwie, ne? Die überleben jetzt durchaus schon mal einen Schlag. Wenn wir überlegen, dass ein Treffer von ihr 240 Schaden macht, scheint die hier mehr Lebenspunkte zu haben. Vielleicht nochmal überall durchgucken. Hier sind nämlich nochmal die ein oder anderen Truhen. Alles mitnehmen, was irgendwie von Wert ist. Hier kriegen wir nochmal Kari-Stahl. Ist die einzige Möglichkeit, hier Material zu bekommen für die Kari-Rüstungen, ne? Auch nochmal ein neues Rüstungsset, was man hier theoretisch craften könnte. Ich werde mal gucken, da diese Folgen hier zwischen Weihnachten und Neujahr kommen werden, kann es durchaus mal sein, dass die Folgen auch ein klein bisschen kürzer werden. Ich habe momentan viel Vorbereitungsstress. Gerade jetzt hier zwischen den Feiertagen. Daher, wie gesagt, kann es durchaus passieren, dass die eine oder andere Folge mal ein bisschen kürzer werden kann. Ich denke mal, es ist ein bisschen nachvollziehbar. So, und hier haben wir den ersten kleinen Miniboss. Oh, Nass aus Schem. Find's immer schade, dass man ausgerechnet die immer nicht schämen kann, ne? Oder bekehren oder wie auch immer. Stiefel der lautlosen Legion. Nehmen wir mal mit. Herz eines Helden. Nehmen wir mal mit. Ich finde es anscheinend alle gar nicht abwarten, hier zerstückelt zu werden von Hirenessa, ne? Gleich mal einen dicken Max markieren. Hier nehmen wir natürlich bloß die Wertsachen mit. Ja, diese Glocken, da sind halt immer mal irgendwelche Haustiere drinne, aber ganz ehrlich. Hat man irgendwann seine ganze Basis mit vollgestellt und muss es nicht unbedingt haben. Ich finde es cool, dass er sogar ein Knockback macht. Da bricht schon. Oh, hier sind direkt mal Katanas drin. Das wäre jetzt aktuell nichts unbedingt, was wir direkt brauchen. Boah, ich hoffe echt, dass wir Hirenessa hier mit rüberkriegen. Von hier? Ah, es ist nicht mit rübergekommen. Ah, doch. Da kommt man kaputt. Das ist mal das Problem mit der Wegfindung der KI, ne? Das ist immer das Problem mit der Wegfindung der KI. Fackel. Wenigstens funktioniert das mit den Fackeln jetzt schon mal besser. Ich habe eine Zeit lang, da waren die so verbuggt, da konnte man die Fackeln nicht anzünden. Wenn du dann nicht gerade eine Fackel dabei hattest, dann bist du hier permanent in der Dunkelheit rumgerannt. War ein bisschen sehr uncool immer.
Gehen wir mal bis zur ersten Weggabelung. Immer wenigstens grundlegend schon mal ein bisschen mehr. Ja, ich will ein bisschen was sehen hier. Hm? Okay, die zerstückelt da hinten einfach mal alles schon. Wow. Ah, sie ist aufgestiegen. Ich wollte gerade sagen, die hat aber gerade einen derben Schaden abgekriegt. Aber das war Level up. Heißt, sie dürfte wieder ordentlich Lebenspunkte dazu bekommen haben. Ich wollte erst mal gucken. Ja. Erstmal Ruhe im Schiff, wie mir scheint. Aber erstmal in Ruhe looten. Das ist sehr angenehm. Finde ich wirklich sehr angenehm. Muss bloß bei Gelegenheit mal rauskriegen, wo man die Sukubi ursprünglich eigentlich herbekommt. Ich dachte, ich hatte die jetzt über die Exite Extreme Mod bekommen, aber dadurch, dass im Administratormenü die unter Tamed laufen, muss es ja anscheinend auch welche geben, die nicht tamed sind, ne? Also wilde sozusagen. So, ich würde aber mal sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Teil 2 des Weinkellers, ne? Und wahrscheinlich beim ersten großen Boss dann. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Conan Exiles Season 3. Dann bleibt mir schön gesund, drin gehauen und ciao, ciao.